Ich als Fan vom FC Bayern München tue mich mittlerweile schwer, ein Spiel von denen live zu sehen, denn immer wenn ich halt ein Spiel gucke, passiert Folgendes. Angenommen, Bayern spielt gegen Juventus an einem Mittwochabend. Ich freue mich schon, habe mein Bayern-Trikot angezogen, bin bereit fürs Spiel und schaue das Spiel intensiv an. Und dann, was passiert in der ersten Halbzeit? Bayern spielt eine Scheiße zusammen und kassiert zwei Gegentore, wo eins davon, beziehungsweise das erste, das hätte, das war ungefähr mit Bayern-Dusel, das war einfach kacke verteidigt mit Alonso, war ein bisschen auch schuld. Und dann das 2:0, also das 0:2, das hätte auch nicht sein müssen, wie dieser Typ, ich habe seinen Namen vergessen, wie dieser Typ da durch das halbe Feld rumrennt und drei, vier Spieler ausdribbelt und den Ball noch hammergeil versenkt. Meine Theorie ist ja von den bisherigen Spielen, dass mein Bayern-Trikot schuld ist, weil ich halt, wenn ich ein Bayern-Trikot bisher angezogen habe, hat Bayern schlecht gespielt. Warum habe ich es diesmal angehabt? Ich weiß es nicht. Ich habe gedacht, komm, bei dem Mal klappt es einfach, weil es einfach Juve ist. In der zweiten Halbzeit habe ich dann das Trikot ausgezogen, weil ich in der Halbzeit halt das letzte Rennsammeltagebuch aufgenommen habe. In der Infokarte, der Link dazu, aber erst nach dem Video gucken. Und dann hatte ich natürlich nicht mal das Trikot an, sondern mein Laufshirt. Und dann habe ich mir das Spiel nochmal angeschaut und dann auf einmal spielten die Bayern besser. Und dann, als ich dann eine Nachricht bekommen habe auf Facebook bzw. auf Twitter, wo ich dann ein bisschen vom Spiel abgelenkt war und es nicht mehr so intensiv verfolgt habe, hat auf einmal Bayern den Anschlusstreffer gemacht mit dem Kopfball. Ich denke so, what the fuck, ist es jetzt, weil ich jetzt nicht mehr aufgepasst habe, weil es auch immer, wenn ich auch ein Spiel gucke und ich mal für ein paar Minuten aufs Handy schaue und nur das Spiel nebenbei so mit verfolge, spielt Bayern super und spielt sich Chancen raus und macht sogar ein Tor. Beim 2:0, beziehungsweise beim 2:2 war es genauso. Ich habe mal wieder auf mein Handy geschaut und zack, höre ich noch Jubel hier, Müller hat geschossen, es hat gemüllert. Oder was? Nee, es war Müller. So als Gegenbeweis, nicht nur Champions League, ich hatte das Spiel gegen Bremen gar nicht verfolgt. Ja? Nur in der Sportschau, wo es eigentlich schon vorbei war. Ja? Und da hat Bayern mal eben 5 Tore gemacht. Daher kann ich als Bayern-Fan nicht mehr ein Spiel intensiv live verfolgen, auch wenn ich es gerne möchte, weil sonst gewinnt Bayern nicht und das wollte ich einfach mal erzählen. Haut rein, bis zum nächsten Video.